Ausverkauf für Mbappé, Bayern und Chelsea vor Spielertausch und Topclubs kämpfen um Renato Sanchez. Moin, es ist Montag, Start in eine neue Woche und wir kümmern uns heute um wilde Transfergerüchte. Mein Name ist Christoph und das sind die Daily News. Denn es ist die Zeit für wilde Transfergerüchte. So scheint es zumindest. Real Madrid will Kylian Mbappé. Mbappé will früher oder später zu Real Madrid. Das wissen wir mittlerweile. Und jetzt wird vor allem in Spanien darüber berichtet, dass bei Real ein regelrechter Ausverkauf stattfinden könnte, damit man die Kohle für einen Transfer für Mbappé zusammenbekommt. Die Marca zum Beispiel schreibt, dass bis zu 10 Spieler verkauft werden könnten, damit so ein Transfer realisiert werden kann. Als mögliche Streichkandidaten gelten Brahim Diaz, Gareth Bale, Luka Jovic und Takefusa Kubo, aber auch Spieler wie Marco Asensio, Lucas Vazquez, Eden Hazard, Marino Diaz, Rodrigo und Vinicius Junior sind wohl nicht unverkäuflich. Wie gesagt, ist ein wildes Gerücht, dass Mbappé diesen Sommer überhaupt wechselt. Warten wir mal ab. Dass man 10 Spieler verkauft, halte ich dann auch eher für unwahrscheinlich. Eine Sache ist dann doch aber ganz interessant. In England berichtet der Daily Mirror darüber, dass Real Vinicius Junior Manchester United angeboten haben soll. Das Ganze im Rahmen der Rafael Varane-Verhandlungen, die da geführt wurden. Also Vinicius Junior scheint auf jeden Fall wirklich jemand zu sein, wo man sich vorstellen kann, den abzugeben. Auch wild ist folgendes Gerücht, vielleicht aber ein bisschen weniger. Kingsley Coman und der FC Bayer bekommen sich nicht geeinigt, was einen neuen Vertrag angeht. Und es wurde ja schon häufiger spekuliert, dass der 25-jährige Franzose vor einem Abgang steht. Und jetzt berichtet die L'Equipe, dass auch der FC Chelsea Interesse haben soll und sogar bereit wäre, einen von Bayern häufig umworbenen Spieler abzugeben, um Kingsley Coman zu bekommen. Die Rede ist natürlich von Callum Hudson-Odoi. Das Ding ist, Hudson-Odoi spielt bei Tuchel nicht wirklich eine Rolle. Auf der anderen Seite will Nagelsmann, wollen die Bayern Coman nicht abgeben. Und ja, dass man sich da finanziell geeinigt bekommt bei so einem Spielertausch, ist dann doch eher unwahrscheinlich. Generell Spielertausch, immer eine nette Idee, funktioniert dann aber meistens nur im FIFA-Karrieremodus, aber nicht in der Realität. Hertha BSC wird Stürmer John Córdoba in Richtung Krasnodar verkaufen und mit dem neu eingenommenen Geld will Freddy Bobic mal bei seinem Ex-Club vorbeischauen und mal anklopfen. Die Bild-Zeitung berichtet, dass Hertha an der Verpflichtung von Eintrachts Flügelspieler Philipp Kostic interessiert sei. Besonders weit, was die Verhandlung angeht, ist man da noch nicht. Eintracht will wohl 30 Millionen Euro für den Serben haben. Und Sportvorstand Markus Krösche hat auch direkt mal auf die Bremse getreten und gesagt, ich kann dazu nichts sagen. Es liegt überhaupt nichts vor. Philipp weiß außerdem genau, was er an uns hat. Ganz seltsame Entwicklung gerade bei Bayer Leverkusen. Gerade mal vor einem halben Jahr hat man Demiray Gray verpflichtet, kam aus Leicester. Und jetzt berichten mehrere Medien, unter anderem die Times, aber auch Transferinsider Fabrizio Romano, dass er schon wieder vor einem Abgang steht, denn Everton will ihn wohl unbedingt verpflichten. Und scheinbar muss man dafür auch gar nicht so viel Geld investieren, denn scheinbar hat er eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die gerade mal bei 2 Millionen Euro liegt, weit unter Marktwert und vor allem auch nur das, was Leverkusen selber Leicester City überwiesen hat. Renato Sanchez ist momentan heiß begehrt, hat eine starke Saison bei Lille gespielt, ist mit denen ja auch französischer Meister geworden, aber französische Clubs sind momentan, was finanzielle Dinge angeht, nicht besonders gut aufgestellt und sind wohl auf Spielerverkäufe angewiesen. Das Gleiche kann man eigentlich auch über den FC Barcelona sagen und trotzdem sind die auf der Suche nach einem neuen zentralen Mittelfeldspieler. Gini Wijnaldum hat sich ja dann doch für PSG entschieden. Saúl Ñíguez von Atletico könnte schwierig werden, den zu bekommen. Und deshalb berichtet die AS jetzt, ist Barca an einem Leihgeschäft mit Kaufoption interessiert, was Renato Sanchez angeht. Ist natürlich klar, damit man ihn nicht jetzt bezahlen muss, sondern das Ganze ein bisschen in die Zukunft schieben kann, wenn es finanziell wieder etwas besser läuft. Barca scheint aber nicht der einzige Topclub zu sein, der an dem Portugiesen interessiert ist. Mit dazu zählen auch Liverpool und Arsenal London. Nochmal zurück zum FC Bayern und zu einem Spieler, den die Bayern eigentlich schon letztes Jahr verpflichten wollten, nämlich Rechtsverteidiger Sergiño Dest. Der hat sich dann für Barcelona entschieden. Aber wir kennen ja jetzt mittlerweile alle die finanzielle Situation, in der Barca steckt. Die müssen Spieler verkaufen, um Messi zu bezahlen, um neue Spieler verpflichten zu können. Und deshalb haben die Bayern laut spanischer Medien auch mal bei Barca angeklopft
um zu gucken, ob man den 20-Jährigen nicht vielleicht doch bekommen könnte, nämlich in diesem Sommer. Das war's für heute von den Daily News. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen.